komme gerade aus dem BML. Wir hatten eine zweite Runde unseres runden Tisches Insektenschutz mit den beiden Ministerinnen, Frau Klöckner und Frau Schulze. Wir haben hier heute nur diskutiert über zwei Punkte aus dem Aktionsprogramm Insektenschutz, nämlich über die Beschränkungen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten und über die naturschutzrechtlichen Unterschutzstellungen. Beides sehr problematische Punkte aus unserer Sicht im Aktionsprogramm Insektenschutz. Wir haben das im letzten Herbst umfangreich zum Thema gemacht. Wir haben ja heute die Position genommen, dass wir pauschale Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel, für Herbizide, Insektizide oder was auch immer für völlig ungeeignet halten, Insektenschutz praktikabel zu machen. Wir haben gesagt, es gibt jetzt schon ein klares Instrumentarium dafür. Wichtig ist aber auch der zweite Punkt, naturschutzrechtliche Unterschutzstellungen. Das ist etwas, das man durchaus als kalte Enteignung bezeichnen kann. Wir haben hier ganz klar den Punkt gemacht, dass solche Unterschutzstellungen von bestimmten Biotoptypen, artenreiches Grünland und Streuobstwiesen, dann problematisch sind, wenn sie Wirtschaftsgrünland umfassen. Das leistet dem Landgrabbing Vorschub, das von Seiten des Naturschutzes betrieben wird. Das ist eine Bestrafung derjenigen, die mit ihrer bisherigen Wirtschaftsweise dazu beigetragen haben, diese Biotoptypen entstehen zu lassen. Und das ganze Aktionsprogramm ist insofern, hat einen elementaren Webfehler. Es ist auch fast eine Mogelpocken, weil es die Fördergrundlage zerstört. Für beide Punkte, die wir heute diskutiert haben, gilt eines. Wir müssen die Förderfähigkeit von Insektenschutz erhalten. Das gilt sowohl für den Biotopschutz als auch für Anwendungsbeschränkungen in Sachen Pflanzenschutz. Ich kann nicht auf der einen Seite in einem Aktionsprogramm eine gesetzliche Regelung vorsehen, die Dinge verbietet und dann gleichzeitig noch Förderung machen. Das schließt sich aus und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir wollen hier auf Freiwilligkeit, auf Anreize setzen und nicht auf Ordnungsrechte und Verbote. Das haben wir heute hier klar gemacht.